Das ist der Essens-Tycoon. Mit vielen coolen Funktionen, wie einem funktionierenden Förderband, Räubern und echten Kunden kann man sich in diesem Projekt neue Dropper kaufen, um mehr und mehr Geld zu bekommen und damit sein Gebäude zu verbessern. Aber nicht nur das Gebäude kann verändert werden. Auch könnt ihr euch mit den anderen Spielern battlen und so schneller als der andere an den letzten Dropper kommen und damit das Spiel gewinnen. Nachdem ich nun seit über einem Jahr kein Video mehr dazu gemacht habe, kommt nun das finale Video zu meinem Tycoon-Projekt. Bei diesem werden Mini und ich gegeneinander die Map Uncut spielen. Bleibt auf alle Fälle bis zum Ende dran, um zu sehen, wer gewonnen hat. Leider wird es keinen Donner zu dieser Welt geben, da die Map noch zu viele Bugs besitzt und diese aufwendig zu beheben sind. Lasst auf alle Fälle einen Like und ein Abo für dieses letzte Video da, um mir zu zeigen, dass ihr mehr von solchen Projekten sehen wollt. Und jetzt viel Spaß mit diesem Special-Video. Es waren einmal zwei Geschwister. Diese wollten ins Ausland verreisen. Nach vielen Stunden Fahrt waren beide sehr erschöpft und fuhren durch einen Tunnel. Nach diesem gab es ein Gebiet, das vor vielen Jahren als Einkaufszentrum genutzt wurde. Dadurch, dass die Brüder nicht mehr ganz bei der Sache waren, bemerkten sie zu spät, dass die Straße aufgerissen war und sie mussten im letzten Moment eine Vollbremsung machen. Dadurch ging ihr Auto kaputt, aber sie überstanden den Unfall unversehrt. Nun kamen sie nicht mehr weiter. Die Brüder beschuldigten sich gegenseitig für die Ursache des Unfalls und kamen in einen großen Streit. Dadurch trennten sie sich voneinander und bauten jeder selbst einen eigenen Tycoon auf, um den anderen zu beweisen, dass man was drauf habe und besser sei als der andere. Jetzt liegt es an euch, diese Geschwister zu vertreten und den Tycoon aufzubauen. Viel Erfolg! So, wir fangen an mit dem Spielen nach dem tollen Intro. Und Mine, kennst du noch die Map vom Spielsystem her und was man machen kann? Ich habe alle Videos geguckt und hier mitgeholfen natürlich. Ja. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem Spielen. Ja. Aber da kann ich mich auch auf die Goldplatte stellen und die ganze Zeit dann das Geld automatisch Nein, du musst einsammeln. immer neu draufstehen. Also kann ich auch springen und die ganze Zeit spammen. Ja. Kannst du auch machen. Nee, funktioniert nicht. Okay. Null. So. Joink. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon das Projekt gesehen habt oder ob ihr erst neu dazugekommen seid. Wäre mal interessant zu wissen. Also, ich behaupte jetzt einfach mal, dass wenn du eine Playlist für das Projekt hast, die verlinkt ist. Natürlich. Das werde ich machen. Du machst so viel mehr Geld als ich, weil du den Job als erstes gekauft hast. Wie teuer ist der dritte Dropper? 1800. 1800, ja. Hä? Was? Hier ist gerade, glaube ich, bei mir einer gespawnt, aber der ist dann wieder weg gewesen. Okay. Instant. Interessant. Das macht voll wenig Geld, warum? Schalter. Ich muss ein. Ah ja, doch, geht. Perfekt. So, während der Dropper mal läuft, teile ich ein bisschen die Map, Leute. Wir haben hier ein Netherportal. Hier sind Wasserfälle. Sehr schöne Wasserfälle. Wir haben hier einmal einen Tunnel und da drüben auch. Bisschen Holz, Weizenfeld. Da ist die Base von Mine. Dann haben wir hier unser Auto, das kaputt gegangen ist. Tunnel dazu, Netherportal. Und da drüben ist der Endraum. Mir wird Geld geklaut. Und hier im Endraum wird nachher dann der Abschluss sein. Hier ist ein kleines Grab, so ein bisschen als Deko. Genau. Hallo. Hallo. Ist das hier der Endraum? Ja, Ja. ich habe den verschoben. Ah. Ja, hier wurde Geld geklaut. Frech.
Kann ich den Typen auch killen, der dir Geld klaut? Ich glaube schon, ja. Krieg ich dann Geld? Du kriegst dann das, was er droppt, kriegst du dann, ja. Geil. So, ich kaufe den nächsten Dropper. Nice Steak gibt's jetzt auch noch für mich. Achso, ich kann den nächsten Dropper ja auch schon mit dem Brot habe ich auch noch gekauft. Nice. Der nächste kostet 7000. Das dauert eine Weile. Warum kostet die Wand vorne 5000? Tja. Ja. Ups, ich habe aus Versehen nicht nur den Boden gerade gekauft, sondern auch die ganzen Möbel. Ja. Möglich. Ja. Hier können wir noch einen Verkaufsstand kaufen. Den können wir direkt kaufen. Und wir können jetzt die Karotten kaufen für 1000. Oder was? Es gibt Verkaufsstand. Ja. Ich habe vielleicht doch was vergessen. Achso, ja, aber das ist ja nur, um meinen Hunger zu stillen, oder? Ja. Ja, dann kaufe ich das nicht. Du musst. Also ich habe schon gekauft, aber... Jetzt kriegst du Hunger. Wenn du es gekauft hast, kriegst du Hunger. Aha. Also, ja. War es eigentlich blöd, ihn zu kaufen, ja. Das stimmt. Warum hast du 5000? Gute Frage. Ich habe nicht den ganzen Innenbereich gekauft. Okay. Ja. Ja. Ey. Okay, danke. Bitte, bitte. Da ist ein Räuber. Schnappt ihn euch. Kommt er zu mir? Ja, nee. Der kommt zu mir. Also dir auch. Okay. Kommen die mal gleichzeitig oder was ist bei denen los? Ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher. Ey, das war voll der Scheißräuber. Der kommt rein, hat mein Geld abgehoben und sofort despawned. Lol. Ich wurde gescannt. Er joinkt sich schnell. Joink und weg. 18.000. Die droppen auch gar nichts mehr. Ja, weil der Schalter aus ist. Nein. Doch. Ja, jetzt droppen sie wieder. Nee, ja, ist alles gut. Ich muss nur wegmachen und wieder hinmachen und wegmachen und... Ja. Upsi. Alter, ich krieg so viel Geld. Ich weiß nur noch, hinter irgendeinem Baum war zumindest mal eine Druckplatte, nicht eine Druckplatte, eine Falltür. Ja, das gab's auch mal. Ich weiß nicht, ob das weg ist. Also es gibt drei Secrets in der Map. So viel kann ich dir sagen. Ich weiß, auf dem Dach vom Gebäude ist eins. Also... Bei einem warst du gerade in der Nähe. Wie kann ich dir sagen? Ah, na dann. Hast du den Dropper schon gekauft? Den für Cookies? Ja. Die habe ich schon gekauft, ja. Oh Mann. Hm. Ich war bei einem Secret in der Nähe. Ist das bei diesen Holzdingern? Ja. Hast du das? Na, schon wieder in die. Also man kann auch Sachen mit Knöpfen und so betätigen, dann passiert das auch manchmal. Ja, gut, wenn ich da jetzt bei diesen Scheißbalken gegen Knopf drücke. So viele Knöpfe gibt's da nicht. Aber die sind nur an einer Seite, was soll das? So viele Knöpfe gibt's da nicht, so gut wie an jedem Stamm ist einer. Ich weiß nicht, ob ich am richtigen Haufen bin. Ich habe ihn gefunden. Ey, das ist frech. Ah, ist das das, wo mal der Baum stand? Ja, das ist das, genau. Das wurde jetzt in der Höhle umgebaut.
Oh, ich mag das nicht. Dass ich Auto-Jump an habe. Du hast Auto-Jump an. Das ist ja. Mit Bogen. Ja, ich lasse das da drinnen. No aim. Nein. Eventuell. Aber wie, es gibt drei Secrets. Es gibt drei Secrets in der Map, wo drei Waffen versteckt sind. Ja, okay. Hast du schon Hunger bekommen? Ja. Du nicht? Nö. Ah, cool. Dann ist das Game. Ja, ich glaube, ich habe die Dropper fertig. Ich hab's auch fertig. Was muss ich jetzt kaufen? Muss ich dir die ganzen Wände kaufen? Du musst bestimmte Anzahl an Sachen kaufen, dass du die nächste Etage freischalten kannst, ja. Aber waren da auch Dropper? Weil ich weiß nur, dass ich mir da Ausrüstung kaufen konnte. Die nächste Ebene hat auch Dropper, ja. Da ist ein Dieb zu dir unterwegs. Ach warte, es gab doch auch dieses Verkaufsfenster, was bei mir nicht existiert. Okay, egal. Drink. Wenn ich das jetzt kaufe, kriege ich den Schall, die Kauffläche dafür? Nee. Doch. Wandling, nö. Mist. Busch. Warum ist Wand rechts billiger als Wand links? Ich weiß es nicht. Ich habe das irgendwann mal gemacht. Das ist schon Ewigkeiten her. Oh, und ich habe aus Versehen was gekauft. Egal. Wand hinten. Upgrade. Fancy. Kann man hier kaufen. Busch. Gekauft. Wand links. Ah, ich kann mir jetzt die Decke kaufen. Ah, dann bist du nah dran. Echt? Wenn du die Treppe kaufen Fenster kannst. Kaufe, ne? Ja. Dann kommen da diese Villager, die ich da bedienen muss. Die kriegst du, wenn du den Innenverkaufsbereich kaufst. Dann kommen die. Ja, ich habe aus Versehen Fenster gekauft. Da fällt mein ganzes Geld weg. Wand hinten, gekauft. Wand rechts, gekauft. Die habe ich auch aus Versehen gekauft. Decke. Habe ich nicht genug Geld? Oh, 7700. Oh. Irgendwas anderes gerade gekauft. Lull. Warum muss ich jetzt eine Beleuchtung kaufen, bevor ich die Treppe kaufe? Ja, weil es ja dunkel ist. Ja, ich kann damit leben. Ah, jetzt muss ich mir Karotten kaufen. Ja. Hast du eigentlich Hunger bekommen? Ja. Nee. Band Boden oben, 9000. So teuer. Warum kannst du den Boden oben schon kaufen? Ich hab die Beleuchtung gekauft. Okay. Nein, mir fehlt noch 1000. So, und die Treppe kostet 10k, okay. Ach. Nee, Karotten kann ich mir nicht kaufen, perfekt. Du kannst sie trotzdem kaufen, kommst du ins Minus. Digga, was machst du bei mir? Ich bin nicht bei dir. Ich sehe die Pixel von deinem Kopf da. Hier. Hier. Der Cutslap habe ich sie gesehen. Oh. Das sieht so komisch aus, weil ich die Wand hier im Innenraum nicht habe, aber. Tür. Passt schon. Nice. Chopper 6. Chopper 6 kostet 43k. Was soll ich kaufen, dass ich so viel Geld verdiene? Nichts warten. Uff.
Und du killst mich, wenn ich viel Geld hab. Ja. Nee. 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 Das ist nicht so meine Art. Außerdem verkacke ich da. Da kommt ein Räuber zu dir. Ja, alles gut. Ich habe eh gerade mal 700 Dollar zum Abheben. Er ist wieder despawn einfach. Warum? Ich weiß es nicht. Ach so, der macht meinen Hebel aus, oder warst du das? Das war ich vorhin. Ich hab den vorhin ausgemacht, wo ich vorhin bei dir war. Hey. Ich hab mich schon gewundert, warum ich so wenig Geld verdiene. Du kriegst kein Geld mehr. Warum sind die... Kassenbereich. Glas. Warum hast du 15.000? Gute Frage. 43.000. Meine Dropper sind verbuggt. Du hörst es auch im Bildschirm an, wenn du Kunden kriegst, ne? Hallo? Ein Kunde. Es kann eventuell sein, dass ich meine Sounds aus habe. Ja, gut. Das ist eigentlich auch ein ziemlich cooles Feature. Da steht es nämlich hier. Du kannst hier quasi verkaufen, bekommst ein bisschen Geld und er geht wieder. Tschüssi. Aber war das nicht mal so Drive-In? Das ist wie ein Drive-In quasi, ja. Ach so, ist das immer noch an der Seite? Ja. Da kommt einfach ein Baby-Wildscher. Warum hast du so viel Geld? Gute Frage. Ah, ja, perfekt. Ich krieg 10 Karotten auf einmal, geil. Du bist 35k. Das ist geil! Ich überhaupt nicht, kann mit kein einfaches Geld mehr machen, den ich dich kill. Also du könntest, wenn du mich jetzt killen würdest, wäre das sehr effizient für dich. Ja. Ey, wo sind denn die Kunden? Sind die an der Seite da? Die kommen an der Seite, wenn du diesen Innenbereich gekauft hast. Also. Ach so, ich muss das Glas auch kaufen. Ja. Jetzt sehe ich sie. Jetzt kommen die dann. Die kommen dann hierher und stehen dann hier. Ich dachte am Anfang, das Glas hier ist das, wo ich verkaufe, aber dadurch konnte ich gar nicht gucken. Nee, hier. Aber gute Idee. Oh. Nee, ich glaube nicht. Und bei dir war vorhin ein Baby. Sind das immer Babys, oder? Nee, das ist Zufall. Junge, ich hab 60.000. Wie machst du das? Ich hab keinen Plan. Warum habe ich 1000 warum habe ich 1000 bekommen? Durch den Villager vielleicht. Ja, ich habe den nicht einmal bezahlt. Also, ich habe den keinen gesehen. Lol. Mega. Geld bleibt Geld. Ja. Also, bei mir funktioniert das Verkaufsfenster nicht. Nicht? Das ist auch egal. Also bei mir geht das. Ich kann aber schnell schauen. Ja, nee, bei dir geht das auch. Das ist halt ein Zufallsgenerator noch zwischendrin. Also eigentlich geht's. Ach so, perfekt, da bin ich einfach komplett unlucky. Ja, ich krieg's dauerhaft. Aber ich komm dauerhaft welche an. Oh, chillig. Das ist fast stressig. Ah. Warte, welcher? Ah, ich droppe jetzt Sprite. Hashtag keine Werbung. Hast du Außendeko gekauft oder nur innen? Ich hab außen
auch das meiste. Also ich bin innen komplett fertig. Ah, jetzt kommt ein Villager an mein Fenster. Yay. Parkplatz. Ja, was kaufe ich hier? Straße? LKW. Ja, so Leute, was Mine nicht weiß, wir haben Secrets in der Map. Und zwar haben wir hier oben ein Secret. Genau hier ist ein Fass. Mit einem Dreizack. Aber ich kann nur auf dem einen Schild, das Amster begraben wäre. Hat das, glaube ich, mal geändert gehabt, dass es nicht geht. Ich fand das dann schon fast zu hart. Kann ich das Auto auch irgendwie wegmachen? Nein. Ich will da nicht so ein gecrashtes Auto haben. Komm mal her. Was hast du denn? Nichts. Ich weiß gar nicht, was du hast. Bei mir wurde gerade Geld geklaut. Mir nicht. Ich dachte, das geht nicht mehr. Was? Warum sind hier Büsche so richtig random? Nee, ich habe ja die Tür gekauft und ich dachte, jetzt kann mir kein Geld mehr geklaut werden. Kaum wird mir Geld geklaut. Geil. Nee, der kann dir trotzdem Geld klauen. Außenfassade 8K. Ja. Ja. LKW beladen. Ja, aber das bringt ja nichts, oder? Nee, sieht nur gut aus. Ich fände irgendwie toll, wenn man den Kunden bedient, dass man so eine Chat-Nachricht oder kriegt, dass man bezahlt wurde, weil ich weiß gar nicht, wie viel er mir gibt. 1000. Achso, ja, oder dann. Kleine Treppe. Wahrscheinlich in den LKW rein. So, und der. Es gibt noch einen Dropper in dieser Map, dein Versteck. 91.000. Das ist nämlich hier hinten, hinterm Grab, kann man hier nur einen Knopf drücken. Hier drücken. Was dann machst du da? Hier nach... Nichts, warum? geh da weg. Geh da weg. Weg da vom Secret. Woher willst du wissen, dass ein Secret ist? Hä? Weil du hast einen Knopf gedrückt. Ich doch nicht. Nein, ich doch nicht. Ja, kann das gar nicht sein. Ja, ich wenigstens bin ich nicht mehr komplett hinten. Außer das ist schon Dropper 7. Ich hab den gleichen wie du. Oh. Na dann. Ich brauch 91.000, das ist auch ewig. Ja, was sind das für scheiß Preise? Also die Person, die das eingestellt hätte, die sollte mal... Ja, die wird echt mal Strafe kriegen, ne? Ja, aber eher nie. Warum manchmal droppen meine Sachen einfach nicht? Wie meinst du? Ja, mein Hebel ist die ganze Zeit an, aber es hört auf, Geld zu produzieren. Okay. Hallo? Macht kein Geld mehr. Die macht kein Geld mehr. Es ist kaputt. Ah ne, jetzt droppt wieder, alles gut. Was machst du denn da an deiner Insel die ganze Zeit? Du machst alles kaputt. Alles! Nee, ich mach nur alles kaputt. 115.000, das ist frech. Ich hab 118.000. Jesus. Ja, und ich hab Dropper 7. Ich auch. Ja, du jetzt auch. 150.000? Digga. Diese Steigerung.
Jetzt habe ich 14.000 sofort zum Abheben. Ja, also es geht ja immer schneller mit den, je höher du es hast. Ja, schlechter, wenn es nicht so wäre. Und man kann Signation bekämpfen oder so. Oder Secrets suchen. Ja, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie keine Lust zu kämpfen, weil... Ja... Da verliere ich. Kleine Treppe. Was ist das? Oh, na egal. Ich habe nicht gelesen, was es ist. Einfach kaufen. Hallo? Oh. Warum schleichst du um mein Gebäude rum? Würde ich nie machen. Nie. Ah, na dann. Ja. Oh, ich will die Außenfenster da gar nicht kaufen. Das ist voll die Geldverschwendung. Musst du selber entscheiden. Du kannst ja durchrushen oder nicht. Upgrades. Ey, mir wurde schon wieder Geld geklaut. Oh. Soll der Scheiß. Weg mit dir. Wenigstens hast du ja noch 70k, ne? Ja. Bedien meinen Kunden von außen. Die hab ich auch vorhin gemacht. Nach dem Motto, ich bin zu voll, um reinzulaufen. Take this. Wenn ich die Möglichkeit dazu bekomme, etwas zu tun, dann mache ich das auch. 30.000 für eine Eisenrüstung und... Moment mal. Warum besitzt du das schon? Du hast doch noch... Ich hab einen Bug gefunden. Mine. Nicht ausnutzen. Ich hab einen Bug gefunden. Ich kann die Rüstung klauen. Hä, wie hast du das überhaupt gekauft, ohne die Wände zu kaufen? Du musst erst Geländer kaufen, dann kannst du das kaufen. Ja, gegen den Creator der Map zu spielen, ist auch super unfair. Ja, aber klau mal bitte die Rüstung nicht. Ja, ja. Das ist unfein. Special Items. Ah, wie gut, dass ich die Rüstung noch nicht mehr klauen kann, weil ich ja die Wände vorher gekauft habe. Ja, stimmt. Kettenrüstung ist auch so teuer, warum? Du kommst, glaube ich, sogar hin zu der Rüstung, oder? Kannst du mal kurz reinlassen bei dir? Wir es ausprobieren. Ah, du willst so einen Jump machen, ne? Ja. Danke. Hehehe. Aber die Rüstung trotzdem nicht klauen. Und ich kann den... Ah! Oh, da habe ich gar nicht gedacht. Cool, ich bin drin. Ah, jetzt kaufe ich die Fenster, ne? Nein! Dann kill ich mich. Dann kannst du auch die 40k haben. Warum? Warum hast du 144.000? Ich will die Hälfte. Keine Ahnung. Gehen wir eigentlich Steuerhinterziehung? Ja. Ah, na dann. Cola. Out. Sobald ich das Wort gesagt habe, wird dein Video gecancelt. Aha. Nee, ich piep's raus. Hey, du hast gerade Piep gekauft. Dann weiß nur ich, was ich gesagt habe. Und dann schreib ich's fett in die Kommentare. Bei Minute das und das habe ich das Wort gesagt. Bitte mach das.
Und dann schreibe ich so in die Kommentare irgend so ein Wort, was überhaupt nie in der Konversation vorgekommen ist. Hm. Ja. Dann schreibe ich so ein Hausbrot oder so. Kann sein, dass man die Nachricht kriegt, dass bei einem Gate gerade. Ich wollte gerade sagen, dass man die Nachricht bekommt, bevor der Typ überhaupt da ist. Eigentlich nicht. Es wäre mir neu. Wenn ich die Türen zu meinem Lager zu mache, läuft der dann einfach durch die Türen durch? Ja. Na dann. He don't care. Ich habe eventuell etwas sehr Dummes gekauft und das ist der Grund, warum ich den Job erst nach der hatte, aber juckt. Mhm. Warum bist du voll Iron? Ich hab die Rüstung gekauft. Kostet nur 30k. Ja, ich habe aus Versehen für 30k das Steinkadaner gekauft. Ich hab dich direkt dir geholt. Ah ja. Willst du es mal ausprobieren? Nein. Ich will meine 30k schon behalten eigentlich. Ich rufe die Polizei. Hast du das Geld dafür jetzt gekriegt? Nein, du. Danke sehr. Unbezahlte Arbeiter sind die besten Arbeiter. Hm. Achso, oh. Aua. Nein, ich komme da nicht hoch. Ah, ich brauche die Decke. Was brauchst du? Die Decke. Dafür muss ich alle Wände kaufen. Ach, okay. Ich schaue mir nicht einmal den Preis von dem letzten Dropper an. Wenn das überhaupt der letzte ist. Ich glaube, es gibt dann nochmal einen. Es gibt noch zwei, oder? Sogar drei? Nee, zwei gibt's noch. 250.000. Perfekt. Digga. Billig. Ich hab grad 21.000 für eine Wand ausgegeben. Ich fühle mich richtig dumm. Hallo, das ist High-Quality-Wand. Was willst du denn? Ja, sind auch irgendwie Lichter mit Gold drin verarbeitet, weshalb die auch 70.000 kosten, ne? Natürlich. Egal, ich kauf's trotzdem. Also eigentlich sind sie ein bisschen teuer, ne? Aber ich kauf's halt trotzdem aus Flex. Ja. Wofür verkaufe ich denn Fanta Cola und so? Wofür bin ich Coca-Cola geworden? Keine Ahnung. Wofür glich Steuerhinterziehung? Noch ein Wort zum Rauspiepsen. Mhm. Holst du dir jetzt ehrlich den Bogen? Nein. Was sagst du denn da? Keine Ahnung, wovon du redest. Hast du alle Secret-Sachen gekauft? Nein. Also geholt oder? Nee, nur den Bogen. Den Rest kannst du noch holen. Also gibst es zu, dass du den Bogen geholt hast. Mhm. Freundlich. Und zu dir kommt noch Räuber. Ah, juckt nicht. Was will er tun? So, wofür gibt's jetzt die Leiter aufs Dach? Better View. Wofür habe ich jetzt das Dach gekauft? Ich wurde betrogen. Was war der Plan hinter dem Kauf? Pleite zu gehen wahrscheinlich. Ja, richtig. Yeah. Ich werde es ausprobieren. Das müsste auch gehen. Ah, ich bin zu langsam, um das zu machen, glaube ich.
Wo hast du noch keine Fenster gekauft? Da. Willst du mich jetzt ehrlich snipen? Nein, ich bin in der Maus drin. Übers Dach. Hier. Ah, oh, na dann. Schön hier drin. Ja, ne? Ja. Dir wird gerade Geld geklaut, ich kill den mal für dich. Ja, nehmen wir das Geld. Hast du noch was bekommen? Mir wird auch gerade Geld abgezogen. Ach so. Möchtest du... LOL! Ja, ich lasse die 8 Taschenrechnung kosten. Wo bist du? Nein, nicht nochmal. Aber wurde gerade Geld abgezogen? Ne? Wurde abgezogen. Ja. Die Hälfte. Aua. Wie viel hattest du denn? Ich glaube, ja, ich hatte 16k irgendwas. Du hast gerade 76.000, beschwer dich doch nicht. Ja. Was hast du eigentlich gekauft, dass du vorhin so broke gegangen bist? Ja, ich hab nur die Dropper gekauft. 1, 2, 3, 4. Ich hab nur 3. Du hast den Rest dafür gekauft. Ich hab nur. Wenn du eine Leiter kaufst oder Beleuchtung für 70k? Ich hab 140k ausgegeben. Einmal für Lichter und einmal für eine Leiter. Ich hab dazu mal gar nichts. Oh. Oh Mann. Jeder spielt das anders. Ich brauch 400k. Ja, ich brauch 250k. Wand. Das bauen die Villager eigentlich mit der Zeit wieder ab? Ja. Ich glaube, du verlierst sogar ein bisschen Geld dadurch, aber nicht viel. Hä? Zeigen die mich an oder wie, weil ich meinen Laden jetzt offen... Egal. Warum hast du noch 7000? Ich hab grad den Rest gekauft. Also, wenn denn so. Achso. Ja, aber dafür noch keine Leiter und keine Lichter. Ja, das stimmt. Ja, ich komme mit Fenster. Und das zieht Geld. Willst du. Nein, man kommt gar nicht mehr bei mir in die Rüstungen rein, glaube ich. Doch, du kommst noch rein. Übers Dach. Sicher, dass du da bei den Rüstungen noch reinkommst? Ja, da komme ich noch rein. Kannst du hier so einen Walljump machen? Oder wie die Dinger heißen? Warte. Ich komme. Ich eile. Ich glaube, ich habe mir gerade aus Versehen das Goldschwert gekauft. Klasse. Die Schäler verschwinden, wenn man sich die Sachen gekauft hat, ne? Ja, die Schächteren verschwinden dann. Schau mal, Mine. Wo bist du? Auf dem Dach. Ah. Ah, na dann. Ey! Ja! Der Vogel hat einen fiesen Hirn und kein spatzen Hirn. Ja, was willst du jetzt tun? Der war nicht mein schlecht, Video der jetzt. War nicht schlecht. Mein Video jetzt. Okay, let's go. Ja, was machst du jetzt? Ich könnte noch Slash Kill eingeben. Na, ja. Ich hab das Gefühl, mir wurde über viel Geld geklaut.
Ja. Also ich finde Der das frech, Einzelstein ne? hat mich nur 7000 gekostet. Mann. Das ist eindeutig ein Bug, der behoben werden muss. Ganz dringend. Nein. Lass die Spatzenhirne lieber meins werden. Kann ja nichts machen. Dort, du kannst vielleicht viel machen. Geh raus da. Du hast nicht einmal Geld verloren. Doch. Ich hab Geld Ah. verloren. Aber ich hab wieder Ah, na Geld. dann. Alter, du machst so viel Geld. Ah, never mind, ich hab grad, weil mir der Dieb mal kein Geld geklaut hat, auch viel abgehoben. Ich Hab würde gerade auch kurz bei dir das 77.000 tun. für eine Leiter ausgegeben. Mir geht's gut. Ja, das habe ich vor dir gemacht und deswegen verkacke ich jetzt hier. Weil ich jetzt über hinten bin. Aber warte, aber du hast den nächsten Job für 400k noch nicht, oder? Nee, den hab ich noch nicht. Ja. Da habe ich doch noch eine Chance. Richtig. Verliere ich die Rüstung, wenn ich sterbe? Nee. Ah, gut. Das kostet noch nur 7600, warum kann ich mir die mit 12k nicht kaufen? Na, egal. Nur das Aus. Dreifache fehlt. Upgraden. Das Upgraden von meinem Stand hat was Komisches erzeugt. Wie meinen? Ja, Ah, also ich kann lol. mir jetzt zwar Steak kaufen, aber. Ich meine, das Steak kaufe ich mir gerne. Willst du auch Steak? Ich suche den Structure Block. Wo ist das Structure Block? In einer der Ecken, oder nicht? Danke, Mina. Bitte. Nur, wo ist der? Einfach nicht Gut. existent. Ja, also du musst Na dir dann. vorstellen, dass da keiner mehr ist. Ich finde den nämlich nicht. Na dann. Warum hast du dir eigentlich für 54.000 das Liga-Katana gekauft? Was ist falsch bei dir? Also ich hatte gerade Geld übrig. Ja. 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 Der hat das eine Ich hatte Frage. Geld übrig und habe mir für 77.000 einen Leiter gekauft und deswegen den Dropper nach die gehabt. Nein, mir wird Geld geklaut. Kriege ich, wenn ich den kille, direkt das, was er mir geklaut hat, oder? Wie du bekommst der Drop Dias und die Dias sind dann wieder in Geld umsetzbar. Und die Dias geben dir irgendwas. Warte. 2% von dem, was ich dafür verloren habe. Dias geben dir 1000. Oh wow, und der Job 2 oder? Das suche ich dir gerade im Moment. Der Drop dir. Das ist der Loot. Der Loot ist Ich habe nur hier. einmal Fenster gekauft. Der Wieso bin Robber ich jetzt wieder droppt dir unten? 0 bis 5. Alter, und ich verliere so viel durch den. Ja, ich setze den ein bisschen höher, ne? Oh. Setze ihn auf 5k. Ach so. Ja, am Anfang, man verdient nicht einmal 5k und kriegt dann instant so 5k wegen bei einem Du kriegst, Räuber. wenn du in der 5 droppt, ne, kriegst du 25k. Das ist okay, das ist übertrieben. Ja, für den 2,5. Anfang, ja. Der droppt jetzt 2,5 pro Dia. Denke, das ist in Ordnung. Ja. Ja, aber. 260.000. Ich weiß nicht. Wenn du so am Anfang den Räuber kriegst, dann ist das halt über der Boost für dich, oder nicht? Das ist das Problem, ja. Und wieso verdienst du so viel mehr als ich?
Ich weiß es nicht. Cheetos, ich wusste, ich hätte dich da nicht, ich hätte dir nicht erlauben dürfen, Splash Kill zu machen. Was hast du mir erlauben dürfen? Ach so. Splash Kill zu machen. Mhm. Das dauert so ewig. Ja, du hast 300k. Boah, dich jetzt zu töten. Nope. Bringt halt auch nur 150.000, also. Ja. Daher. Fünfzigtausend brauche ich noch. Aber du lässt bei dir auch keine Copyright-Musik laufen, ne? Nee, das ist no Copyright. Da gibt es aus Spotify so eine Playlist Top 100, die lasse ich meistens laufen. Ah. Willst du einen Link haben dafür? Nee. Okay. Ich glaube, wenn ich das irgendwann mal brauche, dann finde ich das. Ja, das stimmt. Ja. 7.000 noch. 3.000 noch. Boah, ich weiß nicht, aber ich kann mich noch an irgendwie so einen überriesigen Tycoon erinnern. Also so eine Fabrik hier. Mhm. Ich weiß nicht, war das der... War das vor dem hier? Ja, ja, sicher war das vor dem, aber... Wurde aus dem dann das hier? Vielleicht. Ja, perfekt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht andersrum. Ach so. Das ist doch unfair. Du hast schon alle Dropper gekauft, ne? Nee, mir fehlt noch einer. Nach dem 400.000er gibt's noch einen. Ja. Lass mich raten, der kostet 1 Million dann oder wie? Nee. Sondern? 600. Was ist denn das für ein Sprung? Man geht von einem 250.000er. Ja, okay, 150 und dann nochmal. Ja, okay, doch, ist schon ein guter Sprung. Ich habe das irgendwann mal ausgerechnet, damit habe ich mit Excel damals gemacht. Ich suche gerade die Datei zu finden. Ah, da. Das können wir gerade machen, wenn eh nichts passiert. Können wir jetzt kurz gucken. Ja, ich kann dich halt auch nicht töten, weil du die ganze Zeit im Tycoon. Egal. Die ganze Zeit in einem Tycoon bist, also von daher. Die alten Netherportale wurden aktiviert. Nun befinden sich Pickens auf dem Tycoon-Gelände. Tötet diese, um belohnt zu werden. Darf ich die töten? Kannst du machen. Die Dropper wurden mit einem Zeitfaktor verrechnet. Und du musst von. Und wie es hier steht, brauchst du 5 Minuten, dass der. Um den letzten Dropper zu kaufen. 5 Minuten? Ja. Wenn du. Aber das geht ja voll. Ja. Zumindest ohne Räuber und so, oder? Es fühlt sich halt lang an. Ja, weil man halt so wenig Action hat. Also nicht wenig Action, sondern wir töten uns halt einfach. Weiß gar nicht, wie ich es ausgerechnet habe. Ich habe den Wert von dem Dropper da vorgenommen und den mit dem Zeitfaktor verrechnet. Ich habe die Produktion von Dropper 10 mal die Zeit, wie lange es dauern soll, genommen. Dann kann man das raus. Ja. Ja. Boah, du hast auf deinem Gelände schön einen umgefallenen Baum, ne? Du hast ein Auto da drauf stehen.
Nein, das hat nur mein Parkplatz aufgerissen. Das steht nicht auf meinem Gelände. Ach so. Da kommt ein Räuber. Und die unterschiedlichen Preise kommen dazu. Der Räuber? Ich glaube die Hälfte. Oh. Glaube ich, doch, ja. Das hat mir so das Genick gebrochen gerade. Also die verschiedenen Käufe sind abhängig von verschiedenen Droppern. Ich könnte jetzt nicht sagen, was, aber die haben halt zum Beispiel vom zweiten Dropper halt ein paar abhängen, dann kommt vom Dropper 3 wieder, von Dropper 6, von Dropper 8 und so weiter. Wie viel Geld bringt denn der Dropper 11? Glaube ich, ist das. Also das Item gibt 3250. Und die droppen so alle 2-3 Sekunden. Ja. Und wie lange dauert das, bis das da dran gekommen ist? Gute Frage. Alter, das dauert überlange. So. Guck mal, ich habe jetzt mehr Geld als du, aber wenn du abhebst, hast du das Doppelte von meinem Gefühl. Wenn mir die ganze Zeit Geld geklaut wird. Ja. Aber eigentlich kann ich den doch da stehen lassen dann, oder nicht? Was? Den Räuber, oder klaut er mit der Zeit immer wieder was? Ich glaub, immer wieder. Oh, ich dachte, er klaut einmal und steht dann da, dass ich den so und dann töte. Und dann würde kein neuer kommen. Nö, nö. Ah, schade. Boah, Leute, die verhindern das Räuber hier, wären wir auch toll gewesen, aber jetzt schon, glaube ich, zu spät. Theoretisch ja. Wäre möglich. Aber das nervt mich halt schon krass. Ich laufe auf den Maps rum, bin ich die ganze Zeit in meinen vier Wänden hier chillen und dann kommt der Räuber und kauft mir die Hälfte. Ja, aber das ist ja das Wissen, dass du halt Abwechslung hast noch zwischendrin. Und musst du dann stehst ja nur AFK rum. Und so ist ja, okay, da ein bisschen Abwechslung drin. Was passiert mal was? Die Villager töten? Nein. nicht töten. Ja, die spawnt einfach. Achso, du musstest dir eine neue Rüstung kaufen, oder? Nee. Welche Rüstung hattest du denn bei mir gedroppt? Eisen. Hat der aber. Der hatte ja. Die noch an. Ja, nee, aber du hattest ja, als du bei mir im Gefängnis warst, hattest du was geklaut. Nicht geklaut, gedroppt. Das wurde ihm, glaube ich, wieder angezogen im Armor Stand. Das war irgendwie buggy. Oh. I don't know. Na dann. Wir haben es gleich geschafft. 600.000. Yay. Yay. Ich habe gleich die 400.000 zum zweiten Mal. Wenn du wüsstest, was danach kommt. Wie, was danach kommt? Was danach kommt? Warum läufst du wieder um meinen Tycoon herum? Weil ich's kann. Ich will nicht rauskommen. Okay. Dann halt nicht. Zumindest nicht so lange, wie ich noch kein Dia-Schwert hab. Ah. Ich werde mir das nicht für 54.000 Schiffe einfach kaufen. Noch 60.000. Ja, noch 140.000. Ich habe gerade irgendwas gekauft, was ich nicht kaufen wollte. Ja! Wir sind fast gleich auf. Oh, never mind. Warte, ich zeig dir, was passiert, wenn ich abhebe. Ja! Ja! Mir war schon lange kein Räuber mehr.
Ja, die spawnen auch zufällig. Gut wäre, wenn er jetzt dann kommt, wenn ich nichts zum Abheben hätte. Nee, er Schlecht kommt wäre, wenn dann, er wenn wieder kommt, du wenn er so eine Map 100 Euro. rumläufst und viel Geld hast, dann kommt er wieder. Ja, dann bleibe ich die ganze Zeit einfach bei mir. Das ist auch eine Möglichkeit. Taktisches Warten. Hallo. Ja, man merkt schon, wenn die krassen Items reinkommen. Ja, das merkt man schon. Ich schau mal auf mein Scoreboard. Ja, perfekt. Hey, du hast es doch auch gleich. Bonk. Sammle Diamanten Alter. im Tycoon-Gelände. Diamante. Und ein Diamant Ja. ist 2500 wert. Ja. Ja, lohnt sich das dann überhaupt einzusammeln? Keine Ahnung, lohnt es sich für dich? Ja. Aber Ja. zwei Secrets weiß ich. Eins beim Grab, da standst du vorhin. Denn dieser Tunnel, wo du den Bogen geklaut hast, was ist das dritte? Nein, mir wurde Geld geklaut. Zack, der kommt nur, wenn es sich rentiert. Nein. Also es gibt noch ein drittes Secret auf der Map. Ja, was ist das dritte Secret? Also du musst nirgends reingehen, es ist irgendwo außerhalb. Also du kannst, wenn du rumläufst und erkundest, kannst du das so sehen. Ist auch irgendwo ein Fass. Ein Fass. Mhm. Aber das ist jetzt nicht einfach so beim Verkaufsstand oder so ein Scheiß. Nein, es ist schon ein bisschen entfernt von den Verkaufsständen oder von den Tycoons. Ihr wisst ja heute, es ist beim Wasserfall da Aber es drüben. ist in einem Fass und es gibt es einmal auf der Map oder zweimal? Das Fass von dem Secret ist einmal irgendwo auf dieser Map verteilt, wo du hinkommst. Warte, ich hier kurz Geld ab, sonst kommt der Räuber wieder. Habe ich keine Lust. Aber wie, das ist irgendwo auf der Map verteilt? Ja, das ist irgendwo steht noch ein Fass rum, irgendwo random ein Fass, wo das drin ist, wo ein Item drin ist. Das ist aber kein Fass in den LKWs, oder? Nein. Da kommst du nicht. Ah, da kommst du rein. Ich glaube, da soll ich nicht rein. Warum fallen die hier die ganze Zeit runter? Also? Keine Das ist Ahnung. gerade erst runtergefallen. Ah. Da hinten liegt ein Dia. Ja, aber wo ist denn das? Ist das so verteilt, so ist das mehr auf der Seite von einem oder? Oh, mir wurde Geld geklaut. Also, wenn du erkundest, die Map richtig erkundest und dann gehst, wo du noch nicht warst, kann man das finden. Achso, hier hinten in dem Wald. Perfekt, hier ist gar Nein. nichts. Aber du kannst ja noch irgendwo anders hingehen, vielleicht. Also, Ich es war ist. da noch nie, also hinten beim Feld. Nee, aber du bist schon auf der richtigen Seite von der Welt. Ja, aber da hinten ist doch. Oh, mir wurde wieder Geld geklaut. Aber hier hinten ist doch nur Jetzt das. bist du wieder weiter weg. Es ist hier hinten in der Es Ecke doch ist richtig. irgendwo um meinen Tycoon rum. Irgendwo dahinter. Um deinen. Um meinen. Irgendwo hinter meinem. Aber dann bin ich Oder. doch falsch. Irgendwo von der Ecke, von der linken Ecke bis zur rechten Ecke, irgendwo da ist ein Fass. Links bis rechts. Ja, links bis rechts hinter meinem Tycoon. Von wo aus gesehen, wenn ich jetzt auf deinen Hinter meinem Tycoon drauf Tycoon. gucke? Hinter meinem Gebäude. Irgendwo hin in dem Gebiet hinter meinem Tycoon. Ist irgendwo ein Fass. Ja, dann ist das bei den Wasserfällen, oder nicht? Vielleicht. Oder ist es nur auf deinem Dach? Es ist nicht auf meinem Dach. Es ist irgendwo hinter meinem Tycoon-Gebäude. Nicht auf meinem Tycoon-Gebäude. Ja, ich kann aber von hier oben gucken. Wenn das hier was bringt. Aber das bringt gar nichts. Also ich sehe das.
Also von hier siehst du es nicht. Von da oben. Hab ich gehört. Es ist nirgends hinter den Bäumen. Nein. Es ist unter Wasser. Vielleicht. Aber hier hätte ich das doch gesehen. Ja, da komme ich außerdem nicht hin. Wo ist denn das? Also, wäre jetzt kein Secret, wenn ich es wüsste. Tja. Ja, keine Ahnung. Lauf mal, orientiere ich mal beim Tunnel von meinem Tycoon irgendwo. Im Tunnel von deinem Tycoon? Mhm. Was soll denn beim Tunnel von deinem Tycoon sein? Irgendwo in der Nähe von meinem dem Tunnel von meinem Tycoon. Da irgendwo ist es. Aber es ist nicht in dem Tunnel, oder? Warte, dein Tunnel ist da. Mir wird Geld geklaut. Na. Kaufst du eigentlich nicht den letzten Dropper? Mal so zur Frage. Achso, ich fokus mich eigentlich gerade auf Secret. Wo ist der Kack? Also, dein Tunnel ist der hier, ne? Ja, und irgendwo da ist es vielleicht. Also, es ist das Wasser hier. Also, ich bin absolut dumm. Mann. Ah, ja, hier. Oh, wow. Treuer 1, 3, 2. Geil. Ja, treuer 1, 3, 2, geil. Warum hast du eigentlich wieder so viel Geld? Weil ich den letzten Dropper hab. Ja, fair. Ja, oh, eine Million. Eine Million. Kaufst du nicht den letzten Dropper? Nee. Okay. Ja. Ja, nur gemeinsam. Ich bin ultra nah rangezoomt. Mhm. Du riechst halt Slowness. Ah. Dass du nicht abhauen kannst, weil die Sounds halt nur abgespielt werden können. Ah, das hier habe ich komplett vergessen. Beide brauchen eine Million, ich habe so viel Geld gewastet. Ja. Also du könntest mich jetzt killen, hätten wir gleich viel, ne? Ja, nee. Wir müssen noch gemeinsam gewinnen. Das geht nicht um mich. Obwohl ich mir dann den letzten Dropper kaufen könnte. Was sind das für Potion? Cola. Was bringt die? Das hast du falsch gesagt, Mine. Was sind das für? Es ist etwa eine Cheat! Oh, es ist etwa Steuerhinterziehung. Hey, was bringt die Kohle? Es gibt ja Heating, glaube ich. Ja, dann kaufe ich jetzt die kompletten unnötigen Sachen oben. Alles klar. Also ich bin wirklich die Person, die am dümmsten die Sachen gekauft hat vom Tycoon, Alter. 84.000, ja, Tierkatana. Perfekt. Warum kann ich das Diakatana nochmal kaufen? Du kannst unendlich kaufen. Ha, perfekt, jetzt hättest du es droppen können und nochmal kaufen. Ja. Genauso wie die Rüstung dann. Mhm. Wie gesagt, als ich das Ding gebaut habe, war ich noch nicht so gut darin, das mit Commands umzusetzen. Ah, na dann. Ich würde es heute auch komplett anders machen, wahrscheinlich wieder. Ja. Dann kommt Tycoon 2.0.
Das wäre basic, die witzig, ne? Tycoon 2. Ja, Tycoon 2. Bräuchten wir halt neue Map, neues Spielprinzip. Nee, was für neues Spielprinzip. Was passiert, wenn du dir jetzt dafür kaufst? Wir müssen es beide kaufen, es geht dann zu zweit. Wir können es ausprobieren. Ja. Steh mal drauf, vielleicht geht's auch so. Du stehst nicht drauf. Wir brauchen beide. Die eine Million. Du stehst nicht drauf, du stehst auf der Treppe. Lol. Herzlich willkommen. Ja. Hat funktioniert! Irgendstreich nach einer langen Zeit endlich zu beenden. Durch eure Zusammenarbeit könnt ihr nun euer Tycoon Projekt abschließen und gemeinsam weiterziehen. Wieder so zu beide bitte in den Bereich von dem Auto, um das Spiel zu beenden. Ich glaube, ich kann nicht einfach Minus gespielt haben. 800.000 sein. 800.000 Minus. Ja, gut, also wir haben das Spiel durchgespielt. Die Kronen sind immer noch da. Ja. Und es hat nichts draußen passiert. Ja, hast du nicht zugehört? Ich hab meine Chance. Warum ist jetzt da draufstehen? Hallo, hier, hallo. Hallo. Hm? Hier sind Druckplatten. Ja, wo? Hier am Ach so, dann Auto. Fahren wir wieder weg. Tada! Das war das Ding hier. Ja. Ja, weißt du, was ich, ich dachte kurz, weil ich hab das hier komplett vergessen, dass man dann einfach Tycoon 2 macht und das dann so ein Duo-Tycoon ist. Ja, das ist einfach der Duo-Tycoon. Ja, bloß der hier ist halt schon fertig und man kommt nicht ins... Du kommst nach hinten, ja, das sind Türen. Ja. Du musst durchs Lager und dann kommst du in die große Halle. Oh, im Lager gab's noch Secrets. Nein. Doch, safe. In irgendeiner Kiste. Ja, alle Kisten durchwühlen. Okay, ich gehe so lang einkaufen. Einkaufen? Ja. Warum einkaufen? Oder halt Geld abheben. Ha. Dein Geld zum Abheben. Ich bin nur noch minus 346.000. Ja. Sollte man so fett ins Minus gehen, hätte ich mir die Krone von Anfang an einfach kaufen können. Nee, es geht nur bei den, zu zwei geht es, glaube ich, nur. Hier sind Kekse drin in der einen Chest. Fancy. Ja, Mann. Ja, wir haben hier eigentlich noch so ein großes Förderband. Dann haben wir hinten noch eine Produktion von den Tycoons, wo auch Karotten rauskommen. Cool. Hier ist auch noch ein Bug. Ja, gut. Ah, hier bin ich hinter der Kasse. Und hier haben wir noch den Teambereich mit den Schließfächern. Manche sind leer, manche haben Sachen drin. Und der Chefraum. Oh. Perfekt. Alec, ist das ein Schreibfehler oder ist das richtig? Der ist richtig geschrieben. Ah, na dann. Krieg ich ein bisschen Obsidian? Nee, danke. Warum ist hier ein Creeper-Spawner in der Medusa drin? Ich weiß es nicht. Oder wir können hier noch Rüstung kaufen. Und essen. Ja. Boss. Kauf erfolgreich. Warum bist du voll nett? Weil du es hier kaufen kannst. Ja, hier. Ich würde behaupten, ich kann mir gar nichts kaufen. Hier kannst du kaufen. Drück drauf. Hier. Bin aber noch im Minus. Ist egal, kannst du trotzdem holen. Kannst du trotzdem holen, die Rüstung. Warte, ich geh noch mal ins Minus. Er hat Game Reset gedrückt. Ich würde behaupten, wir sind fertig. Wir sind fertig. Ja, gut.
Oh, das Ding ist jetzt auch schon fast ein Jahr her oder so. Ja, es ist Ewigkeiten her. Ja, aber das war die ganze Map. Boah, ist das eigentlich die erste Aufnahme mit mir, wo man mich so richtig hört? Ich glaube schon, ja. Geil. Ja, aber das war das ganze Projekt. Das ist das offizielle Ende jetzt vom Tycoon. Wie gesagt, es wird keinen Download geben, da es einfach zu buggy ist noch, das ganze Spiel. Und vielleicht wird es in Zukunft mal ein Tycoon 2 geben. Ja. Ich gebe noch ein Like und ein Abo da. Dann könnt ihr sehen, ob es ein neues Projekt gibt. Doch, doch. Danke, Mine, dass du dabei warst und mit mir gespielt hast. War sehr nice. Ja. Willst du uns schon noch irgendwas sagen? Wenn alle Bugs gefixt werden, irgendwann, vielleicht gibt es eventuell irgendwann einen Map-Download. Mal gucken, ob ich da noch weitermache. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss. Ja. Was hat der LKW-Button im großen Tycoon gemacht? Da wäre ein Aufzug gewesen, wo nach oben fährt. Wie? Kannst du noch, mach doch jetzt noch. Aber kann ich den jetzt hier drücken? Hier ja, in dem Teil hier draußen? Ja, dazu kannst du noch drücken, glaube ich. Da war ich mal Function End. Ja, dann komme ich halt in den LKW rein, aber im LKW war gar nichts. Das stimmt. Ja, weißt du, was krass wäre? Wenn du den großen Tycoon so mäßig auch komplett zertrümmerst und komplett neu designst und dann Tycoon 2. Ja, das wäre actually geil. Ah, dann musst du zusammen das aber bauen. Was? Was hast du gesagt? Dann muss man den aber zusammen mit Freunden machen. Und wenn du keine Freunde hast, dann kannst du halt nicht spielen. Ja, actually wäre das eine geile Idee. Aber ist die Map überhaupt zum Download verfügbar? Nee, ich werde es nicht zum Download machen, weil da immer noch zu viele Bugs drin sind und Probleme sind. Hast du ja selber gesehen im Spiel, dass überall noch Sachen drin sind, die fehlerhaft sind. Deswegen wird es kein Download-Link dazu geben. Aber würde ich in Theorie ein Tycoon 2 machen, dann würde ich alles optimieren, alles wahrscheinlich sogar neu machen, von der Technik her, und dann würde es dann ein Download wahrscheinlich geben. Ja, ich habe gerade was richtig Skaftes gefunden. Was denn? Naja, das war coded. Er hat mit Wörter das Ding gedreht gehabt. Ja, ich weiß, der hat ja auch die Bäume gemacht, aber... Ja. Ja. Was ist das hier? Das ist das Login-System von Khan. Was ist mit dem eigentlich los? Das funktioniert so teilweise, aber teilweise auch nicht. Aber ich meine jetzt mit Khan, was ist mit dem los? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Musst du ihn fragen. Ja, kein Kontakt. Ich habe auch keinen Kontakt mehr zu ihm. Also ich glaube, ich habe vor ein paar Monaten oder so, war ich das letzte Mal im Talk mit ihm, aber... Ja, das Dach sieht sehr voll aus. Ja, es ist sehr voll.